Hallo und herzlich willkommen bei Stonehearth. Ja, wir haben das letzte Mal noch einen Ritter gemacht. Wir haben angefangen, hier einen Koch umzuräumen. Und das müssen wir jetzt auch noch fertig machen, also so geht das ja mal gar nicht. Der muss ja auch was zum Tun haben. So. Die Kiste hier daneben, da ist dann... was drin. Und die nächste Kiste. Kiste wollten wir haben. Ich würde sagen, die drehen wir jetzt dann. Und zwar so. Die nehmen wir auch. Die drehen wir aber auch. Puh. Ist dann schwierig. Diese Kiste hier nehmen wir auch. Und drehen wir auch. Ah, das ist der Abstand, okay. Egal. So. Wo ist mein Ritter? So, die haben gar keinen Pfeil mehr drüber. Der Kräutergärtner arbeitet hier fleißig, die Betten sind auch gut da. So. Ich könnte jetzt den Koch jetzt endlich mal verlegen. Momentan werden wir gerade nicht angegriffen. Ich hatte den doch noch zum Ritter gemacht. Level 5, Level 6. Ändere Arbeit. Ritter, mach mal. Also ich bin mir sicher, das haben wir in der letzten Folge noch gemacht. Komisch. Komisch, komisch. Ich setze ihn jetzt nochmal her. In der Hoffnung, dass sie ihn jetzt umsetzen. So. Hier, ja. Was hast du hier? Eine modische Kochuniform. Sowas gibt's auch. Kaufen wir einmal. Da gibt es Verteidigung 4. Was verkaufen wir ihm? Machen wir das so. So. Muss ich meine anderen beiden? Da kommen's.
So, jetzt ist der wieder voll geheilt, das ist gut. Ein tägliches Update jetzt auch noch, das ist ja fürchterlich. Okay, wir kriegen einen neuen, passt. Auch da hatte ich die Frage, ob das jetzt die maximale Anzahl von Halflings ist. Nein, das kann ich euch auch mal zeigen. Wir haben in den Einstellungen hier, ich kann zum Beispiel einstellen, wie viele Lichter angezeigt werden sollen und so weiter. Und ich habe hier, ich habe die maximalen Einwohner sogar 40. Maximal ist momentan 50. Habe ich noch nicht probiert. Ich bleibe meistens auf 40 Leuten. Im Prinzip muss man selber auch schauen, wie es dann funktioniert bei einem. Es ist noch gar nicht so lange her, da war 20 das Maximum. Also sie arbeiten daran. Ja, ansonsten, das ist dann je nachdem, wie man es gerne hätte. Also das findet man alles in den Einstellungen. So, weil mir gerade eingefallen ist, das wollte auch jemand wissen. So, jetzt ist er gleich weg. Na, sieht ja. Dürfen die Städter wieder weiterarbeiten. Haben wir denn nicht schon wieder schöne Lichter? Kleriker Level 4, das ist immer gut. Wir haben auch einen Marktstand. Den Marktstand geben wir hierher. Wo? Okay, das weiß keiner. Da oben haben wir jetzt Bäume. Die müssen wir jetzt erstmal abholzen, damit wir dann da oben weiter abbauen können. So, das war jetzt einmal weg. Jetzt können wir hier reinschauen. Ah, jetzt haben sie ihn hingestellt. Okay. So. Transportiere den bitte. Wenn man das so dreht. Ja, ja. Was drin? Die Kiste ist leer. Machen wir es einfach so. Die Kisten sind eh leer. Das heißt, das mit Kisten versetzen funktioniert nicht mehr so wie früher, okay. Na gut, gut zu wissen. Da kommen die nächsten. So.
passt. Gut. So, wie geht's dem Koch jetzt? Fertiges Essen. Kia hat sich gemerkt, was in den Kisten drin war. Das ist schon mal sehr gut. Was ist da drinnen? Fleisch und Topfgrütze. Okay. Ich höre den Großen. Weiß aber nicht genau wo. Ist da schon wieder eine Türe drinnen? Nein. Ich setz beim Holzabtransport, das ist okay. Die Leiter können wir jetzt löschen, die brauchen wir nicht mehr. Boah, Steine haben wir mehr als genug. Geht's meinen Feldbauarbeitern, also meine Feldarbeitern. Schaut aber nicht ganz gut, dass ich sehe momentan nichts, zumindest was großartig verdorben ist. Das heißt, wir könnten eigentlich versuchen, noch eines dazu zu machen. Wenn ihr mir 5 Eisenspieße macht, gibt er uns 3 Eisenrüstungen. Nö. So, was brauchen wir jetzt? Den Koch haben wir fertig gemacht. So, Kräuterarzt Level 2, das ist schon mal sehr gut. Ja, geht's brav da drinnen schlafen, das ist ein schönes Schlafhäuschen. Könnt sich da ausruhen. Wie gesagt, Küche ist da drinnen, es ist der Kräuterarzt drinnen. Ihr habt alles, was ihr braucht. Und früher oder später sollte es mehr oder weniger das Krankenhaus sein. Also wenn dann alle so ein Häuschen haben, kann man es immer noch benutzen. So, jetzt müssen wir irgendwie was gegen unser Lagerchaos tun. Also das ist fürchterlich hier. Du Scheiße. Ja. Wen haben wir denn jetzt schon? Wir haben doch den Schmied auch schon. Bei welchem Level ist denn unser Schmied? Er ist noch nicht Level 6. So, jetzt haben wir noch einen mehr. Jetzt reicht dann langsam mein Bettenhaus nicht mehr. Eieieiei. Kisten. Pharma Level 2 ist mal sehr gut. So. Dem Koch, den haben wir schon diverse Sachen in Auftrag gegeben. Kuchen. Kuchen klingt lecker. Maisbrot. Ah, Warteschlange voll. Das heißt, im Prinzip muss ich da immer ein paar Sachen rauslassen. Ich nehme an, dass was da in der Ecke ist, wird produziert. Aber das könnte man anders machen. Das könnte man... muss ich erst überlegen.
So, die Holzkisten, da passt nicht viel rein. 64 Artikel. Brauchen wir aber jetzt mindestens noch zwei oder so. Was haben wir noch? Wir könnten die Steinkisten machen, oder? 64. Ja, weißt du was? Dann machen wir davon immer ein paar. Den Weber. Haben wir den schon jetzt irgendwo hingestellt? Ich weiß es gar nicht. Gemacht haben wir ihn. Das ist mir klar. Schauen wir mal nach. Nein. Wir haben einen Weber, der aber noch nichts hat. Jetzt haben wir mal das drunter mal zu. Ich finde das immer so verwirrend. So. Danach darf er Handwerksmaterialien bauen. Nämlich, er soll immer davon ein paar im Lager haben. Davon sollte auch immer welche im Lager haben. Das sind die Grundmaterialien bei ihm praktisch. Winteruniformen. Puh. Brauchen wir sowas? Ja. Stellen wir mal drei her. Schauen wir mal, ob wir es brauchen. Gefütterte Westen. Moment, drücken wir kurz auf Pause. Mehr Schutz bringt 3 Def. Mach mal 2. Auch 2 Def. Mach auch mal 2. 1 Def. Davon machst du ein bisschen. Weißt du was? Davon will ich, dass immer 3 im Lager sind. Dicke Lederweste. Mach davon auch mal 2. Die Kochuniform haben wir jetzt schon gekauft, aber das stellst du mir auch noch eine her. Stachelköcher machen wir mal 2. Und Feuerköcher, davon machst du bitte auch 2. So, der Rest ist zwar ganz nett. Hm. Sollen wir es machen? Okay, bei dem schaust du mir, dass immer Meeresdrehen im Lager sind. Davon kannst du mir schauen, dass immer 5 im Lager sind von mir aus. Und davon von mir aus auch. So, dann braucht er die wenigstens auch ein bisschen. Die finde ich jetzt nicht unbedingt so toll, aber von mir aus. Du musst die auch leveln. Ja, ein Spielzeughäschen davon darf er natürlich auch immer welche im Lager haben. So. Der Goblin sendet eine Notiz. Häuptling Räder, großmütige Menschen, keine Herausforderung. So traurig. Wir hofften Rückkehr zur Heimat von Chifu Chiefs Ogos Kulbonka mit Geschichte unserer Herrlichkeit. Aber es gibt keine Ehre in dem Sieg über euch. Vielleicht wir kommen zurück, wenn du stärker. Gut. So, da oben ist jetzt alles leer. Das heißt, man kann jetzt wieder sagen, ihr tut's hier wieder was. Da stört der Baum, gell? Ja. Das ist mitunter etwas kompliziert hier. Aber man kriegt schon hin. Mit ein bisschen Spielerei. Nee, das nicht. Da wollen wir das noch mitnehmen. So. Dann haben die wieder was zum Abbauen. Haben wir wieder was zum Setzen? Oh, ja, haben wir. Und zwar erst einmal die Tränke. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von denen.
Und wir haben ein Ausdauerelixier. Unser erstes. Cool. So, dann schauen wir weiter. Wir hätten jetzt schon 6 blaue Betten. Und wir haben vor allem den fehlenden Stuhl haben wir mittlerweile. Ja, wo ist. Wo war der? So. Da ist der. Dreh dich einmal so um. Hier kommt er her. Wir haben auch 8 Kisten und wir haben die Sachen für den Weber. Der Weber. Darf erstmal hier arbeiten. Lagerkisten. Ja, Lagerkisten sind gut. Die Frage ist nur, wohin damit? Wir könnten uns ein kleines Lagerhaus bauen mit Heu und Kisten. Das sollte natürlich dann nicht unbedingt in der Stadtmitte sein. Wir könnten es hier bauen und die Crafter dann so herum, Mac. Wäre eine Idee. Wir haben doch jetzt so schöne Häuser. Passt davon irgendwas? Nein. Nein. Dann werden wir uns mal selber was bauen. Einen Boden. Da möchte ich jetzt einen Steinboden. Ich würde sagen, mal was Rötliches. Wie weit haben wir es da drüben? 3, okay, 3 weg. So. Das können wir wieder rückgängig machen. Wir wollen ja den Weg hier auch machen. Also 1, 2, 3. Da wäre das dann, oder? Da ist der Weg. Ja. Da fange ich gerne an mit 20 mal 20. Und dann ist die Frage, der Crafter. Wollen wir da überall Kisten aufstellen? In der Mitte von mir ist auch. Oder wir machen damit eine Treppe hoch und machen es zweistöckig. Oder wir lassen es einstöckig und machen es ein bisschen verwinkelt. Das könnten wir zum Beispiel mal so machen. Moment, müssen wir noch etwas breiter machen. Machen wir es mal 8 breit und 8 lang. Dann noch einmal so. Nee, es wäre auch doof, oder? Das gefällt mir jetzt nicht, nein. Dann machen wir es hier so. Dann könnten wir sagen, eins, zwei, drei, 1, 2, 3, 4 Weg, 1, 2, 3 und hier. So, dann hätten wir zweimal die gleiche Grundfläche. Jetzt könnte man sagen, wir wollen Steinwände und zwar auch rötlich. Wir wollen die Ecksäulen. Nein, das gefällt mir nicht. Oh, nein. Ja. So. Und jetzt wollen wir aber Folgendes.
Wollen wir das so? Ja. Aber hier wollen wir ein bisschen Platz lassen. Frage ist nur, wie viel? Nehmen wir mal 3 weg. Und hier nehmen wir auch mal 3 weg. Ah, da fehlt Wasser. Die Reihe noch weg. Die auch dann. So, 2, 4, 6. Das ist zu breit. Mhm. Da oben drauf dann noch einmal so. Das ist dann zusammenhängend quasi. Und das Dach. Ja, das andere wird jetzt blöd dazu ausschauen. Oh. Ja, passt nur das hier nicht. Na gut, gehen wir mal rückgängig. Nehmen wir hier Stein und zwar auch wieder so rötlich. Mach nochmal rückgängig. So. Oh, das war zu weit rückgängig. Mist. Ach, Maren, jetzt haben wir einen Fehler verursacht. Beende Bearbeitung, löschen, entferne den Mist. So. Wunderbar. Ja, ich weiß nicht, ob er zusammenhängende Häuser schafft. Ich habe es noch nie probiert. So, 1, 2, 3. Dann wäre hier noch der Weg. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und nochmal 1, 2, 3. So, und hier nochmal 20 mal 20. So, wirst du wohl. Dankeschön. Mauern. Was ist, wenn ich sage aus Stein? Und zwar nehmen wir mal das dunkle Rot. So. Stein, Rot. Fangen wir hier an. Gehen bis darüber. Löschen. Ich würde sagen, das Teil. Das waren jetzt 5, glaube ich. Dann hier auch noch. So. Ja, so ist okay. Dann Wände oben und Dach. Mhm. Ich denke, das wäre okay. Dann bräuchten wir natürlich noch Türen. Hier zum Beispiel und hier zum Beispiel. Und weil es ein Lager ist, bauen wir hier. Und ja, jetzt haben wir nur 3. Egal. Hier. Und hier auch welche. So. Oh, wieso steht denn das Dach über? Erstens einmal ist es mir zu hoch. Und zweitens einmal möchte ich... Ach, das ist von meinem Versuch letztens. Keine überstehenden Dinge haben. Hätte die gern abschließen damit. So. Damit es nicht ganz so extrem wirkt. So, genau. Fenster. Die Fenster hätten wir immer gerne in 2 Höhe. Weiß nicht, das habe ich mal früher beim Lego sagen können. Weiß nicht, die Älteren von euch kennen das vielleicht noch. Da hat man so viel mehr Freestyle baut. Das heißt, man hat die Steine gehabt und hat geschaut, was wird draus. Fand ich immer am lustigsten. Also gar nicht so diese Bauanleitungen, die du kriegst. Die hat es natürlich auch gegeben.
Aber am schönsten war immer dann, gerade wenn Ferien oder so waren, selbst was erfinden. So, eins fehlt jetzt natürlich noch, außer den Fenstern oben. Das ist auch logisch, dass die da noch fehlen. Das Fenster muss ich da versetzen. Das geht mittlerweile. Ich weiß, dass es geht. So, genau. Sieht aber auch nicht besser aus. Ja, doch, ist symmetrischer. Ich sagen, ja, da geht es nicht symmetrisch gut. Ja, das muss ich versetzen. Da, genau. Also man kann die Fenster jetzt hin und her ziehen, das finde ich ganz praktisch. So. Einmal hier. Einmal hier. Und hier. Und hier. Und hier. Oh Mann. Nächste Großprojekt. Egal, dafür haben wir dann ein Lagerhaus. So, was fehlt jetzt noch? Ganz klar. Leiter. Das heißt, jetzt brauchen wir die hier auch noch. Wir drehen die allerdings. Wo hätte ich denn gern die Leiter? Ich möchte die auch nicht ausgefüllt haben, das kann man doch, genau. Weiter. Ja. Mal weiter 3. Ja. Und freistehende Höhe. Ach, wie hoch sie ist, okay. Sieht man mal so in Richtung Mitte macht. So. Wir müssen es ja symmetrisch machen. Wir brauchen ja drüben dann auch noch Treppen. Mach's nur 2 breit. Genau. Und dann fangen wir hier an bei 6. So, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3. Jetzt wird es interessant, weil jetzt müssen wir nicht oben die Treppe treffen. Treffer oder daneben? Nein, wir haben getroffen. So, ich würde sagen, das reicht. Die Treppe hier müsste ja dann theoretisch hier sein. Nein, das war daneben. Dann doch richtig. So, jetzt bauen wir wieder die Zwischendecke. Das wollen wir nicht zu viel weggemacht haben. Muss wieder rein. So, jetzt können sie auch nach oben. Und dann haben wir da ein richtig schönes Lagerhaus. Denke ich. Beende Bearbeitung. Bauen. Viel Spaß. Jetzt plant er Gebäude, das heißt, er ist jetzt beschäftigt. Ich bin gespannt, ob sie das hinkriegen. Ey. Achso, die sind eh schon beim. Was hast denn du Hübsches?
Davon können wir Wasser kaufen. Die können wir verkaufen. Die können wir auch verkaufen. Die können wir verkaufen. So. Wunderbar. Und dann mal schauen, ob unser Lagerchaos in den Griff bekommen. So, der Boden vom ersten ist schon frei. Jetzt kommt der Boden vom zweiten. Tägliches Update haben wir auch schon wieder. Sehr gut. Den nächsten kriegen wir dazu. Lee Elliott, herzlich willkommen in Stonehearth bei Grove Town. Wie schaut's eigentlich mit meinem Trapper aus? Was bist denn der für ein Level mittlerweile? Meister Trapper. Naja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir jetzt einen Schiefer. So, wir brauchen jetzt einen mit viel Mitgefühl. Attribute. 62, 55, 67. Na gut, dann hat die Nummer 67 gewonnen. Was waren die? Da. Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst jetzt einen... Moment. Wer war das? Nein. Man sollte nicht immer aufs Falsche drücken. Mehr Informationen. Attribute. Leider kann man die Fenster nicht verschieben. Das wäre noch was, was ich mir wünschen würde. Er ist momentan Arbeiter, also kann er wirklich. Ja, gut, dann passt's. Glückwunsch. So. Da steht fast schon der Boden. Mein Trapper noch nicht Job gewechselt. Jetzt hat er. So, mein Trapper. Kommt noch schöne Stelle. Bis dahin allerdings musst du dich hier mit so ja, meiner Standardgröße auf Schafe. Du darfst Hasen. Das sind 6 Tiere, das sollte noch alles gehen. Pojos. 10 Tiere geht auch. Und dann, was haben wir denn jetzt? Neu Jack und Schweine. So, viel Spaß dabei. Sind jetzt nicht einzäunt, das heißt, er wird fluchen und rumrennen. Soll uns aber gerade nicht stören. So, hier wird fleißig gebaut. So, damit wir sehen, wie weit es wirklich sind. Sehr gut, die Stufe ist fast fertig. Mhm.
kann man drunter schön den Weg durchmachen. Na kommt schon, Steine fehlen euch definitiv nicht. Also ihr habt Hunger. Holt ihr euch eigentlich da immer wieder was zum Trinken oder nicht? Das ist mir nicht so ganz klar. Also ob ich das jetzt hier in Auftrag geben muss oder ob es das selber machen. Weil eigentlich, wenn man Durst hat, dann geht man doch was trinken, oder? Genau, geh weiterbauen, das ist sehr schön. Also im Bauen sind sie deutlich schneller geworden. Schauen wir mal so, vielleicht ziehen wir nicht dann vom Schiefer auch was. Oh, Fenster sind ja teilweise schon drin, das ist cool. Erdgeschoss ist fast fertig und ich sehe, wir sind schon wieder 40 Minuten. Die Zeit verrennt in dem Spiel. Das ist fürchterlich. Das heißt, wir machen jetzt Schluss und schauen uns dann beim nächsten Mal an, ob es fertig werden damit. Tja, so ist das. Also, ich sag tschüss, tschau und baba. Bis zum nächsten Mal.